Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Freeze Easy Peake abgeschlossen und direkt die nächste Welt betreten, nämlich Gobi's Valley, also von einer Eiswelt zu einer Wüstenwelt. Und direkt hier am Anfang ist gleich mal ein Shinjo, den ich mal holen will. So, danke schön. Nicht runterfallen. Okay, ich habe sogar eh schon volle Federn, also volle goldene, aber gut, passt. Da im Wasser ist da irgendwas Besonderes, ich glaube nur Eier. Aber wir schauen mal kurz nach. Es wird hier nicht mehr arg viel Wasser vorkommen in der Welt. Aber ich weiß nicht, ob es noch woanders eine Oase gibt. Ich glaube eigentlich nicht. Hier am Anfang ist ja schon so eine kleine Oase. Ich glaube, der Rest ist wirklich nur Sand einfach. Mal schauen. So, hi, erstmal du. Ich bin Trunker, der durstigste Baum im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, du dummer Bär, ich brauche Wasser. Dringend. Oh nein, der arme Baum. Aber wir können dem leider erst ein bisschen später helfen. Wir müssen da noch ein bisschen was anderes dafür machen erstmal. Also muss er noch ein bisschen durchhalten. Aber vor allem, ich will mal kurz anmerken, ne, er verdurstet. Hier in der Oase, überall das Wasser um ihn herum. Ich meine, er ist ein Baum, also ist er wahrscheinlich angewurzelt. Aber dass Banjo und Kazooie nicht auf die Idee kommen, halt das Wasser da irgendwie zu nehmen. Naja, egal. So, hier hoch. Und jetzt sind wir hier so im Hauptbereich von... Ach du Scheiße. Hilfe! Von Gobi's Valley. So, zack. Der hat sogar auch zwei Treffer aus. Okay. Ja, einige Pyramiden und Sphinxe. Ist der Plural von Sphinx? Sphinxe? Keine Ahnung. Egal. Einiges gibt es auf jeden Fall hier zu sehen. Und ich weiß nicht genau, wo die Fähigkeit hier ist. Da muss ich auch wieder irgendwie durch den Sand durch. Aber okay, da sind die Stiefel da hinten. Genau. Ich bin mir nicht sicher leider, wo die Fähigkeit hier ist. Ja, die werde ich dann schon finden. Hoffe ich mal. Da war ein fliegender Teppich, glaube ich, gerade, oder? Oder habe ich jetzt schon Halluzinationen? Ich dachte eigentlich schon. So, hier könnte ich auf jeden Fall selber fliegen. Und ich kann in der Luft hier gleich einiges machen zu Beginn. Das mache ich, glaube ich, gleich mal kurz. Vor allem mit unserer neuen Luft-Dash-Attacke, die wir in Freeze Easy Peake bekommen haben. So, hier ist so ein kleiner Gang. Da ist die Tür aber noch nicht offen. Okay, dann gehe ich da erst später hin. Es gibt ja auch viele verschiedene Mechanismen, mit denen man irgendwie Türen und sowas öffnen kann. Und das haben wir halt auch noch nicht. So, den Totenschädel kann ich mal mitnehmen. Und ich glaube, ich kann hier vielleicht jetzt die Tür gleich öffnen. Ernsthaft? Mann, ey. Ja, ich würde den schon aber ganz gerne haben. So. Ja, ich... Ist nicht so einfach, okay? Die Steuerung hier hinzukriegen. Man kann auch eben, habe ich ja schon öfter mal die Kamerataste gedrückt halten. Und dann kann man sich schneller noch drehen. Na also, Ikanpoka. So. Landen bitte. Nein! Oh Mann. Ich muss nämlich da oben landen, weil ich glaube, ich muss dann. Geh mal den wieder her. Muss dann ihm die Augen abschießen die Nasenlöcher. Irgendwas muss ich da oben, glaube ich, abschießen bei ihm. Können wir gleich machen. Genau, das ist gerade eben, dass noch der Lebenspunkt, die Honigwabe da war. Das ist sehr schön. Ich glaube, das gilt allgemein für das Spiel. Okay, da ist der fliegende Teppich. Dass, wenn man Gegner besiegt und die droppen Lebenspunkte, Honigwaben, dass die, glaube ich, für immer da bleiben, wenn man halt das Level nicht verlässt. Deswegen kann man auch wirklich erst sehr viel später sich dann holen. So, passt. Meine Nase ist ganz verstopft. Da helfen wir dir mal. Ja, ich muss aber auch treffen. Okay, reicht es schon? Oder muss ich da noch mehr rein? Also auf der Seite. Mann, wenn ich halt treffen würde, ne? Nee, okay, reicht anscheinend. Dann die andere Seite. So. Ja, komm. Wow! Wunderschön. Der Humor in dem Spiel ist auch hervorragend. So. Oh, das ist besser. Chingisis Nase ist wieder frei. Kommt doch herein. Gerne. Erstmal noch die Noten hier mitnehmen. Und dann gleich können wir schon gerne da reingehen. Ich weiß nicht, was da drin ist. Weil es gibt ja sehr viele verschiedene Räume. Weil bei jeder Sphinx oder jeder Pyramide kann man reingehen, so ungefähr. Okay, hier ist so ein kleiner Geschicklichkeitsparcours mit den Teppichen. Mhm. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. Bist du irgendwie... Achso, nee, genau, stimmt. Hier muss ich... Mann, Kamera, komm.
Ja, warte mal, erstmal die Noten mitnehmen. Die vergesse ich ansonsten. Aber ich muss gleich wieder die anderen Statuen, die anderen Sphinx-Statuen hier abschießen. Und dann kann ich die fliegenden Teppiche bewegen lassen. Ah, hier ist noch ein Totenschädel. Ja. Jumpscare! So, stirb. Na, ich lass mal den da. Oder habe ich gerade volle Leben? Habe ich, genau. Deswegen sammle ich den mal nicht ein. Ich glaube zwar nicht, dass ich dann hier nach innen zurückgehen werde, um mir den extra zu holen. Aber vielleicht nehme ich ja hier noch Fallschaden oder so in dem Bereich hier. Und dann könnte ich mich eben dadurch wieder heilen. Also wenn man volle Leben hat, dann wirklich nicht einsammeln. Weil es bringt halt erst nichts und das ist sogar wirklich ein Nachteil, weil die bleiben halt quasi für immer da. Und kann man sich eben dann später noch eventuell mitnehmen, wenn man dann Schaden genommen haben sollte. So. Zack. Guten Hunger. Jinjo. Ja. Okay. Aber wenigstens kein Fallschaden. Obwohl es ja nicht so schlimm gewesen wäre. Wie gesagt, wir haben ja da eh den die Heilung noch auf der anderen Seite, aber trotzdem. So. Zack. Okay. Jetzt zur anderen Seite. Ja, die Kamera ist hier nicht so geil. Irgendwie. Die Kamera ist allgemein, finde ich, hier in Banjo-Kazooie ein bisschen ein Problem. Irgendwie. Ja, das gilt für nahezu jedes N64-Spiel. Das war damals einfach noch so, dass die Kamera noch nicht so einfach zu programmieren war, glaube ich. Weil das halt so die ersten richtigen 3D-Spiele waren. Und deswegen, da ist die bei einigen noch nicht so toll, finde ich. So, aber hier ist auf jeden Fall unser erstes Puzzleteil für Gobi's Valley. Yeah, sehr schön. Ja, wunderbar. So, dann, ich glaube, mehr ist hier nicht mehr in diesem Bereich. Dann gehe ich wieder raus. So, ohne Fallschaden bitte. Perfekt, gut. Dann haben wir den Anfangsbereich hier erstmal schon mal abgeschlossen mit dieser Sphinx hier. Mhm. So, ich könnte aber jetzt natürlich, ich könnte nochmal entlang fliegen. Ich bin mir gar nicht sicher, auf was der fliegende Teppich eigentlich macht, muss ich zugeben. Weil ich kann ja eh überall hinfliegen, also warum soll ich den überhaupt benutzen? Aber stimmt, die Stiefel muss ich noch benutzen, das ist richtig. Dann gehe ich mal kurz dahin. So, für die Noten nämlich. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn der überhaupt? Da bin ich mir nicht sicher, was es mit dem auf sich hat. Muss ich zugeben. Ah ne, da ist er. Okay, da hinten könnte ich dann drauf. Weil ich glaube eigentlich nicht, dass wenn ich auf dem drauf bleibe, dass dann irgendwie ein Puzzleteil erscheint oder so. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und wie gesagt, ich kann ja eh überall hinfliegen. Also warum soll ich den benutzen müssen? Das verstehe ich halt nicht. Keine Ahnung, egal. Aber erstmal die Noten hier mitnehmen. Okay, passt. Die haben wir. Oh. So, warte mal, hier ist der jetzt irgendwo gestartet. Ich bin halt jetzt sehr neugierig, was damit auf sich hat. Hier startet er, okay. Ich warte mal ganz kurz, bis er wieder da ist. Moment. Da kommt er. Ja, das war sowas von klar. Mann! Jetzt aber. Danke. So, wo trägt mich der hin? Hier hin. Okay, da hätte ich auch einfach hochlaufen können. Und dahin. Da kann ich auch einfach hinfliegen. Also ja, er schließt sich mir nicht ganz, muss ich zugeben. Der. Nein, Kazooie! Jetzt kommen wir wenigstens auch mal die Idle-Animation sehen, wo Kazooie auf dem Kopf von Banjo rumhämmert. Okay, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob das noch einen tieferen Sinn hat. Ich meine, hier kann ich halt auch einfach hochlaufen. So. Und zur anderen Stelle kann ich hinfliegen. Naja, egal. Genau, und apropos fliegen, eigentlich müsste ich das gleich nochmal machen. Weil ich muss nämlich noch durch diese Ringe hier durchfliegen. Ja, komm, ich mach das auch dann mal schnell. Wenn schon die Flugstelle hier am Anfang ist. Das tut mir leid, vor allem am Anfang einer neuen Welt bin ich immer so ein bisschen chaotisch drauf, weil da halt sehr viel auf einmal vor einem ist und es sehr viele Möglichkeiten gibt, in welcher Reihenfolge man jetzt die ganzen Sachen erkunden will. Und ich bin mir da immer unsicher, wie ich das machen will. Deswegen, da kommt es vielleicht ab und zu mal vor, dass ich dann irgendwie mir unschlüssig bin, was ich tun will und ich dann erst ein bisschen Zeit verschwende. Sorry. Dürfte dann gegen Ende immer besser werden, einer Welt. So. Den Ring erwischen. Passt. Fliege durch die Ringstatuen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. Oh. Gerne. Da auch schon weitere Gegner. Und während wir jetzt hier hindurchfliegen, können wir ein bisschen mehr von der Welt entdecken. Okay, der ist, glaube ich, gerade eben da bei der Sphinx gewesen. Da hinten, glaube ich, oder? Oh Gott, nicht dagegen knallen. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein! Mann, ey. Aber ich kann immer noch fliegen, wenigstens.
Der hat leider Schaden genommen. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen mit dem Move, weil wenn man gegen irgendwas kracht, wo man nicht dagegen krachen soll, dann nimmt man Schaden. Okay. Und der ist auch gleich hier in der Nähe. Da fliege ich sogar direkt darauf zu. Perfekt. Ich weiß nicht, wie viele von denen es gibt, aber da ist noch ein One-Up übrigens. Ist mir aber egal. Der ist da auch gerade eben bei der Sphinx. Also die sind alle hier bei der Sphinx in der Nähe. Das ist ja auch selber, die sind ja auch selber kleine Sphinxe quasi. Die Statuen. So. Passt. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Dum, dum. Yeah! Noch ein Puzzleteil, sehr schön. So, genau. Wenn wir jetzt das auch haben, dann haben wir wirklich diesen kleinen Anfangsbereich hier mit der ersten Sphinx wirklich erstmal abgeschlossen. Jetzt dürften wir hier wirklich alles haben. Und können dann gleich den Rest erkunden. So. Yay. Wunderbar. Gehör. So, jetzt aber wirklich weiter zu den anderen Bereichen. Autsch. Ach komm, das war doch nicht so tief. Mann. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein hier. So, ja, jetzt gibt's einiges. Ah, hier kann ich mich erstmal heilen, genau. Kann ich das so kaputt machen? Kann ich, okay. Greifen die mich jetzt an? Ja. Muss man halt in Bewegung bleiben. Weil das ist halt ärgerlich, wenn man sich eigentlich heilen will, man aber Schaden nimmt. Und wenn man weit genug wegläuft, lassen sie einen wieder in Ruhe. Genau. Oh Mann, ey, und so viele blöde Gegner hier. Aber gleich wieder Heilung her. Okay, passt. Was will ich denn jetzt hier als erstes machen? Ich weiß es nicht sicher. Das ist wieder das Problem, dass viel zu viel zu tun gibt. Stimmt, hier ist noch nichts. Nur ein großes Areal. Aber da wird später etwas hinkommen. Ja. Erstmal ein paar Noten mitnehmen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ach stimmt, das ist hier. Ja, das ist alles ein bisschen risky. So, hier nicht runterfallen. Wenn ich da unten runterfalle, dann ist es, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da unten wieder einen Weg habe, um zurück nach oben zu kommen. Ich glaube schon eigentlich irgendwo. Ich meine, da unten sind sogar Noten. Also irgendwie muss ich da später noch hinkommen. Aber würde ich jetzt trotzdem lieber nicht erstmal, wenn es irgendwie geht. Lieber erstmal hier einmal schön im Kreis laufen und alles mitnehmen. Okay. Bin ich jetzt vollständig im Kreis gelaufen? Ja, hier war ich gerade eben schon. Okay. Was ist das noch für eine Treppe? Kann ich da mal kurz gucken. Da sind auch noch Noten und da ist eine neue Pyramide. In die kann ich einfach so reingehen. Okay, das könnte ich ja gleich mal schnell machen, dass ich dann da mal reingehe. Aber ihr merkt schon, das ist jetzt wirklich schon ziemlich groß, finde ich. Hier, Gobbys Valley. Man sollte sich da häufiger mal einen kleinen Aussichtspunkt, man sollte häufiger mal einen finden und dann sich mal ein bisschen umgucken, wie so der Aufbau von der Welt eigentlich ist. Genau. Da ist eben noch eine Pyramide. Da hinten ist eine. Jetzt gerade bin ich ja bei einer Pyramide. Da ist noch so ein Stachel-Kaktus-Dingsbums. Also sehr viel auf einmal ist hier zu finden. Aber gut. Ja, bevor ich in die Pyramide reingehe, will ich aber mal ganz kurz noch hier außen alles machen. Das war ein Schalter. Für die leere Honigwabe, oder wie? Ah, okay. Sehr gut. Bleibt das für immer? Ja, geht nicht auf Zeit. Okay, das ist gut. Dann habe ich da... Werde ich das später auch erst machen. Wunderbar. Den hätte ich auch fast übersehen. Jinjo, sehr gut. Da haben wir sogar schon 3 Stück. Nicht schlecht. Ist oben drauf noch irgendwas? Ja, natürlich. Auch noch ein Schalter. Der macht was? Achso, ah, es war doch verschlossen. Okay, okay. Ja, einfach während die Cutscene noch läuft, geht der Countdown schon runter. Ich will mal erst die Noten holen. Also ich mach's dann gleich erst. Und ich will sowieso noch auch da hinten ganz gerne hin. Weil da war nämlich doch gerade hier ein Teppich, der mich da hinten hinführt, richtig? Genau, der hier. Wo hält der an? Okay, die spawnt da aber. Kommt dann wieder. Das ist ja doof. Kann ich da dann überhaupt drauf, wenn der so am Blinken ist? Ah, okay, das ist da hinten. Das ist nämlich Gobi. Der Namensgeber für diese Welt hier. Ich springe mal lieber von hier aus, glaube ich, drauf. Ja, das hat ja gut funktioniert. Mann, wenn die Kamera halt wieder nicht scheiße gewesen wäre, hätte es funktioniert. Kann die Kamera jetzt nicht bitte... Mach ich es halt so rum. Okay. So wollte ich sie eigentlich gerade eben haben. Okay. Vielleicht kann man sogar doch auch einfach drauf gehen, wenn er blinkt. Das weiß ich nicht sicher. Aber ich mach's mal lieber hier so. So jetzt so. Boah, ist aber gar nicht einfach. Okay. So, passt. Okay. Hallo, Gobi.
Hallo, ich bin Gobi, das Kamel. Aber selbst mir ist es hier zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Können wir das? Bam. Yay, das war einfach. Aber hinzukommen war halt eher die Schwierigkeit hier. Vielen Dank, hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Mhm. Und das war's noch nicht mit Gobi. Der wird noch für ein anderes... Auch Puzzleteil, glaube ich. Gaha. auch wichtig. Gobi kommt zum Beispiel auch wieder in Banjo-Tooie übrigens vor. Nur so. So, okay, das reicht. Hält er hier an? Ja, okay. Ich glaube, jetzt kann ich wahrscheinlich draufgehen, oder? Okay, ja. Also er verschwindet da kurz. Aber wenn er dann wieder blinkt, dann kann man draufgehen. Das ist auf jeden Fall besser, als da drauf zu gehen, wenn er gerade am Verschwinden ist. Oder wenn er sich in Bewegung befindet. Weil sonst ist es auf jeden Fall schwieriger. Okay, so, jetzt keine Cutscene mehr. Doch, kommt sogar immer noch. Ja, ich hab's verstanden, dass die Tür aufgeht. Lass mich rein. So, nee, Kamera funktioniert. Okay, passt. So, was haben wir hier drin? So ein kleines Rätsel. Okay. Und der Typ nervt mich die ganze Zeit. Ich glaube, den kann man nicht, also nicht regulär zumindest töten. Man kann nur stunnen. Aber ich glaube, mit einer goldenen Feder kann man ihn töten. Ich mach's mal kurz. So, tschüss. Genau. Also wirklich ein ultra nützlicher Move, weil sonst, weil hier muss man eben so ein kleines Rätsel machen, wie gesagt, und der wird mich die ganze Zeit nerven währenddessen. Aber so kann ich den eben besiegen. Also goldene Federn sind extrem gut in dem Spiel, deswegen gibt es die auch nur so selten. So, wie kann ich denn das starten eigentlich? Okay, einfach irgendwie. Gut. Denn wir müssen hier Memory spielen. Und ich habe also ein gutes Gedächtnis, yay. okay. Ach, scheiße. Oh Gott. Okay, Federn waren glaube ich hier. Ja. Hier. Ja. Banjo kenne ich noch nicht. Shinjo kenne ich auch noch nicht. Banjo, ja. Einfach. Aber man hat ja eigentlich mehr als genug Zeit. Man durfte sogar ein paar Fehler machen. Und ich habe sogar bisher noch keinen Fehler gemacht. Also am Anfang ist ja nur Glück bei Memory. Aber immer wenn etwas klar war, habe ich es auch gewusst. Die ist neu. Okay, Jinjo ist direkt nebeneinander. Das ist einfach. Passt. Die war hier unten. So. Und Kasui war hier. Und da oben war noch... Was war das letzte Symbol? Eier, glaube ich. Ja. Yay, ich bin schlau. Ich bin klug. K-L-U-K. Yay. Wunderbar. Und für meine Klugheit wurde ich belohnt mit einem weiteren Puzzleteil. Ja. Wunderbar. Und wenn man eben den Gegner nicht tötet, dann muss man die ganze Zeit dem irgendwie ausweichen. Man kann ja immer nur kurz stunnen. Also besiegt ihn auf jeden Fall. Das ist da definitiv schlauer. So. Stimmt, das könnte ich auch noch kurz machen. In dem Part. Da fehlt da auch noch was. Also fehlt schon noch ein bisschen was, was wir beim nächsten Mal auch noch machen können. Aber ich habe mal noch ganz kurz da oben bei diesem großen Areal, wo wir gerade eben waren, etwas aktivieren. So, hallo? Einfach ein paar rausschießen. Irgendeins wird schon treffen. Hat er trotzdem sogar mehr Eier. Ja, okay. Okay, passt. Aber das war's noch nicht. Denn jetzt kommt da eine Pyramide. Aber nur zum Teil. Denn wir müssen das nochmal machen. Dass wir die komischen Sphinx-Statuen da füttern. Oh Gott. Ja, ich will ja lieber so entlang. Ne, nicht so. Na, jetzt habe ich eine verschwendet. Scheiße. Lieber so entlang laufen. Weil wenn ich zu weit hier an den Rand laufe, dann kann ich halt auch einfach da entlang latschen. Banjo würde da eben runterrutschen und könnte dann ganz nach unten rutschen. Das wäre nicht so toll. Ja. Okay. So. Boah, perfekt. Alle drei getroffen. Noch ein bisschen höher. Aber natürlich gibt es noch einen dritten. Weil immer drei die magische Zahl ist. So, die Kamera drehen. Nein! Jetzt, was war da? Jetzt hat Banjo einfach angegriffen. Aber okay, hier ist eine Flugplatte zum Glück. Genau da, wo ich runtergefallen bin. Da habe ich auch Glück gehabt. Das war aber richtig doof, weil ich bin wieder in die Ego-Perspektive gegangen, was ich nicht wollte. Ich wollte die Kamera drehen. Und ich wollte wieder rausgehen aus der Ego-Perspektive mit B. Aber B ist auch der Schlagen-Knopf und deswegen hat Banjo dann geschlagen. Mann! Richtig blöd. Na egal. So, jetzt da auch noch hinspringen. Oh Gott.
Man darf halt vor allem nicht zu weit springen, was mir jetzt fast wieder passiert wäre. Okay. So. Okay, eins noch. Moment. Okay, passt. So, jetzt dürfte die Pyramide in der Mitte ganz rauskommen. Ja. Sehr gut. So, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Beim nächsten Mal wird es dann hier in Gobi's Valley noch weitergehen. Und ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal dann auch die Welt abschließen können sollten. Da ist noch aber irgendwas. Weil es fehlt zwar schon noch ein bisschen... Hier ist der Eingang, genau. Es fehlt zwar schon noch ein bisschen was, vor allem noch einige Eingänge zu Pyramiden und so. Aber ich glaube trotzdem, dass wir beim nächsten Mal dann den Rest hier hinkriegen sollten. Wenn wir ganz schnell sind, können wir sogar vielleicht auch nach Freeze Easy Peak noch zurückgehen und dort noch das eine Puzzleteil nachholen, was noch fehlt. Aber schauen wir einfach mal. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.